Hallo, Familie Hertel, Sophia, Servus. Zwei Diktate, also beide mal G-Dur und ja, erster Ton, ja, von der ersten Diktat ist G. Das sage ich mal dir schon, ne? Also da steht eigentlich schon. Okay? Ich spiele mal, also dreimal, ne? Wie immer. Erste Diktat ist ohne Versetzungszeichen, wie dort steht. Ja. Und ich habe noch ein bisschen so Schwierigkeitsgrad, ein bisschen nach oben, also ein bisschen schwerer gemacht, damit Sophia ein bisschen Spaß hat. Zweites Mal. Kleiner Unterschied ist der letzte Ton. Wir haben immer mit Grundton, also bei diesen Tonart G-Dur G angefangen und damit G beendet. Diesmal ein bisschen anders. Ja. Zum dritten Mal. Ganz am Ende mache ich dann alles durch, also vom Takt 31 bis 43. Ja, also diese drei Aufgaben mache ich dann. Okay, jetzt mache ich zweite Diktat, also Takt ab Takt 36. Ja, und diesmal mit Versetzungszeichen, also Kreuz oder Auflösungszeichen oder B. Mal schauen, ja. Okay, und dann steht schon. Ich fange mal an, ne? Zum ersten Mal. Zweite Mal. Mal.
So, dann die dritte Aufgabe, also ab Takt 41. Ich habe nur deswegen andere Takt, also halbe, ja, also die habe ich nur deswegen. Ich wollte in einem Takt drei Akkorde da schreiben und deswegen hat keine tiefen Sinn, ja. Okay, und rate mal bitte da, welcher Akkord ich da gespielt habe, ja. Okay, Takt 41. Spiele zwei Töne getrennt. So, zweite Aufgabe, also das ist dann Takt 42. Zweiter Ton. Weiter. Takt 43, also das letzte, ja. Nach ein paar Tagen schicke ich euch dann zum Lösen. Ne? Ciao.